Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich bin immer noch etwas ungeschminkt, so wie im letzten Video auch, aber was soll's. Heute habe ich ein DM-Haul für dich, denn was macht man so, wenn man krank auf der Couch liegt? Richtig, online shoppen. So ist es bei mir. Ich habe mir da tatsächlich DM ausgesucht und habe DM leer gekauft, wenn ich mich so angucke. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, yeah, meine Bewegungsfreiheit ist etwas eingeschränkt, denn mein ganzer Tisch steht voll und hier steht noch ein bisschen was neben mir und so. Ich bin ein bisschen eskaliert, aber es ist halt einiges, was wir brauchten. Manches, was ich einfach mal ausprobieren wollte, manches, was ich einfach für kommende Geschenke holen wollte, also für ein Geburtstagsgeschenk, was ich noch packen möchte. Und ja, so dies und das. Und das zeige ich dir jetzt mal. Random. Alles durcheinander. Beziehungsweise, ich habe das dieses Mal ein bisschen ulkig gemacht. Und zwar habe ich mir den Lieferschein genommen und habe dann quasi anhand der Lieferscheinposition mir das hier sortiert. Und es ist wirklich relativ durcheinander geworden. Das ist ziemlich witzig. Okay, ich fange einfach mal mit dem coolsten Teil an. Nein, also, ne? Und zwar habe ich Klopapier geholt von Shea. Genau, Shea ist eine Marke, da spendest du mit einer Rolle Klopapier einen Tag Toilettennutzung für Menschen halt, ne, die das halt brauchen. Und da standen auch witzige Sprüche auf dieser auf diesen Rollen drauf und das fand ich witzig und deswegen habe ich es mitgenommen. Komfort-Toilettenpapier für jeden Hintern. Steht da. Ich lese nur vor. 100% Recyclingpapier. Auch das finde ich sehr, sehr gut, dass du halt Recyclingpapier hast. Ja, die Rollen sind bedruckt und manche werden sich darüber aufregen, aber ich fand es einfach in Ordnung. Hier steht auch 100% Positivität drauf. Also, ne? Ach, das ist einfach witzig, Leute. Komm, also, ne? Hosen runter, wir retten die Welt. Das finde ich auch gut. Also von daher, ne, da sagst du nichts zu. Und da sind ganz viele Hintern abgebildet und das ist von Shea und das ist cool. Da gibt es ja auch Lebensmittel von und es gibt ganz offensichtlich auch Klopapier davon. Und ja, musste mit. Dann habe ich Boutique hatte mal wieder ausverkauft. Da habe ich was mitgenommen. Einmal für dich, einmal für mich, beziehungsweise einmal für dich und einmal zum Weiterverschenken. Für ein Geburtstagsgeschenk. Und zwar habe ich hier zwei Lidschattenpaletten. Das ist einmal die Basic und die Fever Palette. Die beiden habe ich hier. Ja, das ist super präsentiert, Leute. Das ist eine weiße Verpackung. Das ist großartig. Also das hier ist die Basic Palette. Ich glaube, die habe ich auch beide schon mal gekauft. Das ist diese hier. Da hast du hier eine Folie vorne drauf und halt wirklich Basic Töne. Ne? Das sind richtig warme Töne. Damit kann man ein schönes Augen-Make-up schminken. Ein Schimmerton dabei, das ist der Bluff. Ansonsten sind das nur matte Töne. Und ja, deswegen, das sind halt sehr klassische Töne. Aber es ist halt eine schöne Palette, finde ich. Also die war jetzt echt für 4,95 €, glaube ich, im Ausverkaufen. Da sage ich nicht nein. So, und dann habe ich hier noch die Fever Palette. Das ist diese hier, die ist dann etwas, ja, glittery, wärmer, wie auch immer. Die wollte ich zum Geburtstag verschenken, ne? Das habe ich dafür geholt, die fand ich ganz cool. Mochte ich gerne leiden, muss ich gestehen. Könnte ich mir auch tatsächlich für mich vorstellen, aber nein. Nein, Claudi, die ist zum Verschenken. Da finde ich wirklich den Pelletier, also den Paillettenton hier extrem schön. Also der sieht mir auch ein bisschen nach so einem Topper aus oder nach einem Minimal Duo Chrome oder so. Das ist so schön. Genau, zum Geburtstag zum Verschenken ist die Fieber und die Basic Palette, die verlose ich in diesem Video. Ne? Also, ja, wie das halt bei mir so ist, alles was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox, schau da einfach mal vorbei. Ne? Dann kannst du die gewinnen, weil ich mir ja eigentlich irgendwie immer denke, wenn ich einkaufen gehe, so ein bisschen was nehme ich auch noch für dich mit. So, dann habe ich mir... Ciao. Oh. Sie bückt sich hier einfach wie eine alte Oma. Okay, ein Pinsel. Weil ich ja nicht schon genug Pinsel habe, aber ich liebe diese Boutique-Pinsel. So, die sind echt klasse. Also diese Pinselviecher bewahre ich übrigens auf, weil ich jemanden habe. Jana, du kriegst sie alle zugeschickt. Freust du dich schon? Genau, weil Jana hat jemanden, die diese Röhrchen benutzt. Und dann kriegt Jana von mir immer diese Röhrchen jetzt auch immer, wenn wir Pakete machen. Und das ist, ach, guck dir den an. Das ist ein richtig toller, fluffiger Pinsel. Der ist fluffig, der ist schön und ich habe ihn gern und der hat mich gern und wir haben uns gegenseitig gern. Das ist ein toller Pinsel, damit kannst du entweder unter dem Auge setzen oder dein ganzes Gesicht abpudern oder Blush oder Bronzer. Highlighter kannst du damit bestimmt auch auftragen. Ja,
ein toller Pinsel und ich habe ja nicht schon genug Pinsel. Ich habe meine Pinsel übrigens jetzt anders sortiert. Jetzt gerade nicht, weil der Tisch ist einfach voll. Aber ansonsten stehen sie hier immer jetzt neben mir und dann stehen alle diese dicken Puderpinsel so aufrecht nebeneinander und dann kann ich so mit der Hand da drüber gehen und dann flauschi, flauschi. Das fühlt sich immer so schön an. Also wenn ich ein bisschen Liebe während eines YouTube-Videos brauche, kann ich flauschen. Genau. War das jetzt informativ? Man weiß es nicht. Okay. Das nächste, was ich geholt habe, ich weiß es. Ihr vermisst es alle. Und ich vermisse es genauso. Ich habe noch einen Adventskalender. Oh, das ist total bekloppt eigentlich, ne? Das ist der Alverde Naturkosmetik Adventskalender. Den habe ich ja noch gar nicht aufgemacht. Und der war jetzt von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. Und den werde ich in einem separaten Video nochmal mit euch zusammen öffnen, weil, Leute, also Weihnachten kann von mir aus das ganze Jahr über sein, ne? Also von daher haue ich da nochmal irgendwie ein Video raus und ja, ich bin sehr gespannt, ob der Wert dann auch wirklich gut ist. Ich weiß es nicht. Ich wollte sowieso nochmal so ein Adventskalender-Ranking-Video machen, damit ihr dann fürs nächste Jahr auch wisst, welcher Kalender sich vielleicht gelohnt hat und welchen man sich dann im nächsten Jahr nochmal anschauen könnte. Ja. Aber wenn ich jetzt so einen Adventskalender im Sale sehe, poste ich das zum einen auf Instagram und zum anderen hole ich mir den dann wahrscheinlich auch einfach und mache noch ein Video. Und wenn es das im Mai ist, dann mache ich so halt so ein Video im Mai. Bekloppt, aber so bin ich halt. Ja, ne? Ich mag meine Mütze, ich mag meine Weihnachtspullis. So. Ich habe Schnupfen. Ich habe unsere kompletten Vorräte an Kosmetiktüchern geplättet. Deswegen durften neue mit. Ich hole mir jetzt immer die Recycling-Variante bei diesen Boxen, weil ich die einfach zum einen optisch viel, viel schöner finde. Also das ist jetzt so waldmäßig oder so, keine Ahnung, wie nennt man das? Rainforest-Style, keine Ahnung. Und zum anderen sind die auch irgendwie ein bisschen dicker und irgendwie, weiß ich nicht, ich mag die irgendwie tatsächlich lieber. Die sind jetzt von Evelyn, das sind 200 Kosmetiktücher hier drin und ja, das kommt auf jeden Fall gleich bei mir direkt ins Wohnzimmer, weil da brauche ich es. Und was ich hier hinstellen werde, ist das hier von Evelyn, das sind 60 Kosmetiktücher, das ist halt diese kleinere Box, ne? Die hatte ich hier auch schon mal stehen, Enjoy the Nature, Nature is not a place to visit, it is home, ne? Also voll schön, mag ich voll gerne und das wird jetzt hier stehen bleiben. So, gut, dann habe ich auch so viele Swatches gemacht und wie auch immer und habe dann gemerkt, dass es ziemlich ätzend ist. Also ich meine, ich hab hier so eine, wo ist es überhaupt? Irgendwo versteckt dahinter, habe ich hier so ein ein Make-up-Entferner-Schaum hier stehen, der von Hey Organic Cleansing vom Cactus, ne? Den habe ich immer verwendet, um dann entsprechend die Swatches wegzumachen. Hatte ich auch immer ein Tuch liegen und so weiter. Aber was wirklich, wirklich, wirklich hartnäckige Swatches anging, hat es das leider irgendwie nicht weggekriegt, weil ich hier nun mal kein Wasser dran habe. Und dann habe ich mir jetzt wieder solche Make-up-Entferner-Tücher geholt. Diese zwei, ja, tatsächlich böse, böse. Aber die sind halt dann für Swatches. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was schminke und einen Lippenstift drauf mache, dass ich den Lippenstift dann auch abnehmen kann und einen anderen drauf machen kann, dass ich dir vielleicht in einem Look mehrere Lippenstifttypen zeigen kann, dass ich dir zeigen kann, guck mal, das wäre der Look jetzt mit einem nudefarbenen, das ist der mit einem roten, das ist der mit einem grünen, keine Ahnung, Lippenstift. Fand ich irgendwie cool. Und dann war hier auch noch ein Pinguin drauf. Von Nivea. Die Micellenreinigertücher. Benutze ich, wie gesagt, nicht zum klassischen Gesicht abschminken, sondern nur für Swatches entfernen oder so, ne? Also, oder wenn es halt wirklich auf den Lippen mal schnell gehen muss oder so. Ist einfach so. Das mache ich dann. Und dann habe ich hier als Alternative noch die pflegenden Reinigungstücher 3 in 1 von Balea mitgenommen. Einfach, weil das hier die vernünftige Variante ist. Und das war wegen dem Pinguin einfach mit dabei. Ja, das, was wir halt auch noch brauchen, ist jetzt einfach, ne? Von Sanft und Sicher feuchtes Toilettenpapier Deluxe. Das sind einfach so Tücher mit Kaschmir und ja, braucht man. Was soll ich dazu groß sagen? Wir haben nun mal kein Bidet. In meinem damaligen Zuhause, wo meine Eltern auch wohnen, hatten wir ein Bidet. Da konnte man dann entsprechend sich reinigen. Haben wir nicht. Ne? Dann braucht man sowas auch nicht. Aber wir haben sowas nicht. Also brauchen wir sowas. Gut. So, ich sprach irgendwas davon, dass ich erkältet bin. Taschentücher mit Balsam mussten dann auch mit, weil wenn du auf der Couch liegst und deine Nase ist wund, wie sie nun mal so ist, dann wünscht man sich sowas. Und dann habe ich sie mir jetzt geholt. Ja, samtig weiche Oberfläche für empfindliche Nasen. Ich habe eine empfindliche Nase jetzt gerade. Und ja, da waren Blumis drauf. Und das ist halt mit Balsam. Und da sind auch Blumis drauf. Und das ist einfach schön und da freue ich mich drauf. Und ich weiß nicht, ob der auch irgendwie einen Geruch mit dabei hat, aber das ist einfach sehr, sehr gut dann entsprechend zur Pflege. So,
Dann noch etwas, was ich sehr basic-mäßig geholt habe. Aber eben habe ich in die Vorratskammer geschaut und da haben wir noch so einen Riesenpack stehen. Egal. Küchenrolle habe ich auch bestellt von Saugstark und Sicher. Das sind die Küchentücher Recycling. Ne? Recycling finde ich dann auch in dem Sinne ganz gut. Und ja, ne? Küchentücher braucht man auch immer mal wieder. Deswegen habe ich da den Ultrapack geholt. Wollte ich eigentlich so einen Riesenpack haben? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt auf jeden Fall mitgeholt. So, dann zum Putzen habe ich noch ein bisschen was geholt. Und zwar von Denk mit, die feuchten Allzwecktücher. Wir benutzen sowas auch sehr, sehr gerne für draußen. Oder wenn mal Schnellbesuch kommt, dass man eben schnell irgendwo herputzt. Ja, deswegen, ne, habe ich einmal das hier mit Orange und Bergamotte mitgenommen. Die feuchten Reinigungstücher brauchen wir halt irgendwie immer mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo die immer verschwinden, aber sie sind irgendwie gefühlt ständig leer. Und feuchte Allzwecktücher in der puren frische Variante habe ich dann auch nochmal mitgenommen. So, dann hat mein Freund sich gewünscht, dass ich ein Anti-Schuppen-Shampoo für ihn mitbringe. Power Effect ist das hier von Balea. Das wollte ich auch mal austesten. Er hat jetzt eins von Schaumalea gemacht. Das fand er sehr gut. Also es hat wirklich gut bei ihm funktioniert. Was noch besser funktioniert hat, war das von Head and Shoulders. Da hat er auch sehr, sehr weiche Haare von gekriegt. Fand ich auch toll. Und jetzt habe ich mal gedacht, komm, das nächste, was du ausprobieren darfst, ist das von Balea Men. Und dann gucken wir mal, ob das auch so gut ist. Hochwirksame Formel mit Zinkpyrithion. Keine Ahnung. Habe ich ihn mitgeholt. Wird er sich vielleicht drüber freuen? Man weiß es nicht. Ich hoffe. Ja, genau. Weil ich hole ja auch gerne in meinem DM hol irgendwas für meinen Freund mit. Und eigentlich auch ganz gerne für meinen Hund. Aber ich sehe, ich habe für Sammy gar nichts mitgenommen. Aber der hat auch genug gekriegt jetzt zu Weihnachten. So, etwas, was ich richtig geil fand, ist das hier. Essence hat so eine Brushbox rausgebracht. Fand ich irre geil. Das ist ein Brushset. Hätte ich eigentlich zwei von holen müssen, weil das perfekt zum Verschenken ist. Also solltet ihr nochmal drankommen, dann, ups, dann holt euch das. Okay, das ist nämlich so ein Köfferchen. Ist ein bisschen schade, weil ich das nicht in diesem Köfferchen lassen werde. Du hast hier tatsächlich einen Spiegel mit dabei. Das hier ist so ein Magnetvieh, wo du dann quasi die ganzen Pinsel drauf dran so aufstellen kannst. Das sind die ganzen verschiedenen Pinsel, die da mit drin sind. Hier hast du so ein Pinselreinigungsvieh. Also so ein, ne, was du quasi auch in diesem, habe ich jetzt hier auch nicht auf dem Tisch stehen. Quick Change habe ich das von VH Cosmetics und ich habe das von Catrice. Richtig geiles Zeug. Und ja, dann hast du hier verschiedene Pinsel mit drin. Ich hatte mir die ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt und dafür nicht so einen kompletten Koffer. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, aber es ist egal. Und dann kannst du quasi so einen Pinsel nehmen und den dann so da drauf setzen. Ist magnetisch. So nicht, Claudi, so nicht. Nein, aber das ist auch irgendwie zum Reisen ist es eigentlich ganz geil, ne? Weil das, naja, eigentlich alle Pinsel beinhaltet, die man so braucht. Aber es ist natürlich auch irgendwie groß, aber irgendwie auch saupraktisch. Also so als Pinsel-Starter-Set kann ich mir das echt gut für jemanden vorstellen. Also ich zeige es nochmal von Nahem, diese Box aus. Ich weiß auch gerade nicht, ob die, hat die 15 Euro, glaube ich, gekostet. Ne? Und dafür kriegst du halt 8 Pinsel und dann diesen Reiniger mit dabei und das Magnetvieh und die Box an sich und den Spiegel und so. Also kannst du so nichts zu sagen. Fand ich jetzt eigentlich auch Preis-Leistungs-Verhältnis technisch in Ordnung. Ne? Ja, was ich mir dann auch noch geholt habe, was ich auch fancy fand, ist von Real Techniques bei Sam & Nick Miracle Complexion Sponge for Foundation and BB Cream. Das soll so eine ganz neue Formulierung sein. Und irgendwas stand dann auch da in den Texten drin, dass es zusammen mit Hattie, also mit Hattie Schmidt, entwickelt wurde. Aber irgendwie, wenn ich hier drauf gucke, steht ihr Name hier nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit ihr zu tun hat. Keine Ahnung. Das stand aber irgendwie auf der Homepage von DM drauf. Also fand ich auch sehr interessant. Aber du siehst da kein Bild und nichts von ihm mit drauf. Keine Ahnung. Aber ich wollte mal angucken. Und ja, ich liebe ja Schwämmchen. Ich liebe Schwämmchen sehr. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so großartig anders sein soll. Außer, dass er einfach blau ist. Ne? Hellblau, babyblau. Sieht an sich genauso aus wie andere Real Techniques. Real Techniques Schwämmchen auch. Keine Ahnung, ne? Wird auf jeden Fall noch getestet und ich kann irgendwie gefühlt nie genug Pinsel und Schwämme haben. Ich weiß, ich habe ziemlich viel und genug Pflegeprodukte, aber wie gesagt, manche Sachen werden ja auch weiter verschenkt, dass ich mich hier mal rechtfertige. Ich bin total wahnsinnig. Okay, Balea. Creme Dusche Berries, ne? Gab's. Fand ich total ansprechend, weil das so Herzchen drauf hat. You make my heart smile. Ne? Ich denke, dass ich das tatsächlich zum Geburtstag verschenken werde und oder das andere, was ich hier mit drin habe, mit dem Duft von Beeren und Granatapfel. Ach, ich meine, erstmal guck mal. Ne? So Herzchen drauf. 55 Cent kostet so ein Ding. Das ist, nimmst du dann auch so schnell mit irgendwie?
Und das riecht einfach voll, voll, voll nach diesen. Kennst du vielleicht diese Beerenmischung, gefroren, die es im Supermarkt so gibt, die man sich so holen kann, wenn man, keine Ahnung, die über Eis machen will oder die man so zu Slushies macht oder zu sowas, zu Mousse verarbeitet und so. So riecht das. Es riecht so, so geil. Mega. Passt jetzt gerade echt voll in die Jahreszeit, finde ich. Dann gab es auch von Nivea Body Lotion natürlich schön. 48 Stunden Feuchtigkeit, samtige Haut, natürliches Strahlen, Tiefenpflegeserum, sanfter Bräunungseffekt und Vitamin E für normale Haut. Die wollte ich tatsächlich zum Verschenken nehmen. Ja, fand ich ganz süß. Süß. Meine Stimme will auch nicht so ganz. Ja, ne, es ist einfach mal die Nivea Body Lotion in neu. Keine Ahnung. Riecht wie Nivea Body Lotion, aber soll dann halt in dem Sinne ja noch pflegender sein. Genau. Dann habe ich noch eine Handcreme mit Hyaluron mitgenommen. Für jünger aussehende Hände, das ist eigentlich eher so ein kleines Augenzwinkerprodukt, muss ich mal gestehen. Ja, mit Hyaluronsäure und weißem Teeextrakt hinterlässt einen aufpolsternden Effekt, spendet langanhaltende Feuchtigkeit und ja, ne? Aufgepolsterte Hände halt und ja. Und das wollte ich auf jeden Fall verschenken. Today is my day. Das fand ich einfach zum Geburtstag total süß. Cremetusche Dream Big mit dem Duft von Kokos und Eisbonbon. Ja, kann man mögen. Ich mag ja nicht so gerne Kokosduft, aber Eisbonbon mag ich eigentlich voll gerne. Und ich wollte auch mal wissen, wie das so duftet. Und ich wollte es halt auch verschenken. Es riecht tatsächlich mehr nach Eisbonbon als nach Kokos. Ne? Aber ich weiß nicht, wer diese Reihe von Triacle Moon noch kennt, die Creme-Duschreihe, die gab es, glaube ich, letztes Jahr. Die war erst in dieser Secret-schwarzen Verpackung, sodass man herausfinden sollte, was es für ein Duft ist. Und später kam das dann nochmal als ja, Duft selber raus. Und hier sind 300 Milliliter drin. Das ist ein schönes Geschenk, finde ich. Ja, und das ist halt auch eine aktuelle Limited Edition. So, und dann habe ich eine Lidschattenpalette mitgenommen, die ich demnächst verwenden werde. Und zwar ist das von Catrice die Bold and Gold oder Bold Gold Pressed Pigment Palette. Die hatte jetzt ja letztens erst die liebe Vanessa vom Kanal Mrs. Rosa Rot vorgestellt und gesagt, dass die irre gut sein soll. Ja, da konnte ich nicht nein sagen. Da musste ich mir die jetzt auch tatsächlich holen. Und wenn ich sie so aufmache, denke ich mir, okay, da habe ich jetzt schon die ein oder andere Farbe von gesehen. Ne? Sieht sehr, sehr ähnlich aus wie das, was ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal hier hatte. Aber sie sagt, die ist gut und dann vertraue ich ihr. Das sind halt sehr neutrale Töne. Abgesehen jetzt von diesen extremen beiden Glitzertönen, die man hier so hat. Das ist wirklich grober Glitzer. Und dann hast du hier noch so Schimmertöne, die hier so überall mit drin sind. Also du hast hier sehr viel Schimmertöne, sehr viel Glitzertöne mit drin. Was für mich persönlich total klasse ist. Und vielleicht schminke ich damit tatsächlich auch mein Silvester-Make-up. Also mein Silvester-Make-up-Tutorial hier auf YouTube. Weil ich gehe Silvester nicht weg. Also das ist mein Silvester-Make-up. Kurz und knapp, ne? Okay, ja. Und hier hast du irgendwie auch so einen Cremeton, ne? Das scheint so eine, so ein Lidschatten-Base zu sein. Ah, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Doch. Ich habe übrigens überall Creme im Gesicht. Warum habe ich das? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt, wo man hier so einen Spiegel hat, ne? Okay, ja, ne? Finde ich ganz cool. Ja, gefällt mir. Super. Die habe ich geholt, um sie zu verschenken. Das ist eine Vitamin C 2-Phasen-Tuchmaske. Da machst du erst das Serum auf dein Gesicht und dann kommt die Maske aufs Gesicht. Das soll ein ebenmäßiges Hautbild und einen strahlenden Teint geben, eine antioxidative Wirkung mit Vitamin C und Hyaluron haben. Ja, das ist das Produkt und das ist von Balea. Und ja, da ich einen Maskenfan zum Geburtstag beschenke, bekommt sie die. Dann habe ich mir einen Lufterfrischer mitgebracht von Denk mit. Ich habe ihn mir vorhin mitgebracht, ne? Der Postbote hat es mir im Prinzip gebracht, aber nein, ich habe mir den gekauft. So. Für ein anhaltendes Dufterlebnis mit Vanille und Tonkabohne, das ist dieses Produkt. Und ja, ne? Kommt ins Badezimmer, mag ich ganz gerne sowas. Es gab noch weitere neue Produkte von Nivea, und zwar ein neues Body Soufflé mit Kirschblüte und Jojobaöl. Und das, ja, werde ich wahrscheinlich dann auch zum Geburtstag verschenken, weil ich das einfach ganz schön fand. Ich denke, ich darf mal eben kurz dran riechen. Das ist noch zu. Es ist noch zu. Aber ich kenne die Nivea Body Lotion mit Kirschblüte, die sehr, sehr gut riecht. Und wenn das hier halt auch noch so richtig mit Jojobaöl richtig schön pflegend ist, denke ich, dass ich da der Beschenkten eine Freude mache. Wobei ich mich da tatsächlich entscheiden muss, welches von beiden ich dann tatsächlich nehme. Da muss ich noch überlegen. Das weiß ich noch nicht. So, dann habe ich auch noch zwei
Produkte von Glisscool mitgenommen. Zwei Hair Repair Haarkuren. Einmal verwöhne dein langes Haar mit Keratinserum. Mikro Repair Lipide Intensivkur verführerisch lang zum Ausspülen. Das ist dieses hier. Ich finde, dass diese Tiegel von Glisscool einfach wunderschön sind. Ich mag das einfach. Limited Charity Edition. Oh, das finde ich ja cool. 20 Cent pro Kur für die deutsche Knochenmarkspende live. Organisation wahrscheinlich. Bin ich Mitglied von. Kann ich auch nur empfehlen. Stäbchen rein, Spender sein. Nichts kann so einfach sein. Oder so ähnlich ist der Slogan, ja. Kann ich nur empfehlen. Wir spenden 20 Cent pro Kur an die deutsche Knochenmarkspende live. Was wird dort mit dem gespendeten Geld gemacht? Finden Sie es hier heraus? Genau. Ja. Ne? Und dann kann man das doch bestimmt auch machen und riechen. Ach Gottchen. Ja. Das ist richtig, richtig lecker. Schön für lange Haare. Und dann habe ich hier noch eine weitere. Lass dein Haar erstrahlen. Keratinserum, bla bla bla. Strukturaufbaukur, Ultimate Oil Extract, Elixier. Genau. Kräftigend, nährend und verwöhnend. Und auch da werden wieder 20 Cent gespendet. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich cool. Mensch, da habe ich jetzt hier sogar noch ein gutes Gewissen, indem ich das Scherklopapier gekauft habe und zwei von diesen Glisscool Haarkuren. Boah, das riecht auch klasse. Boah, das riecht richtig, richtig klasse. Ja, ich mag Glisscool. Glisscool ist toll. Habe ich ja auch als Sprühkur immer mal wieder. Und jetzt hier nochmal als Haarkur. Mega, mega, mega geil. Dann gab es noch hier diese Balea Handschuhmasken mit Shea-Butter, Wildrosen und Aprikosenkernöl. Intensiv pflegend für einen sofortigen, frisch, feuchtigkeitsgepflegte gepflegte und samtweiche Hände. Ich hatte auch sowas mal bekommen von der lieben Mrs. Rosa Roth von Vanessa. Da gab es das von Trend It Up, wo du quasi vorne diese Fingerkuppen abmachen kannst. Aber das hier ist dann quasi ja nochmal eine Schippe drauf, weil die Fingerkuppen sind noch dran. Und für mich ist es so, ich muss vor allem meine Fingerkuppen maskieren. Weil die halt, ich knabber dann sonst. Ne? Wenn die halt trocken sind, dann fange ich an zu knabbern und da passieren Dinge wie sowas, dass ich dann da so Reißer kriege. Ja, ich halte sowas direkt in die Kamera. Habe ich am kleinen Finger übrigens auch. Ja, ne, ich knibbel dann einfach zu sehr und dann sieht es unschön aus und es tut einfach auch irgendwie höllisch weh. Genau, jo. Und das ist für 15 bis 20 Minuten auch auf die Hände. Ich glaube, dass ich das auch eher verschenken werde, aber wir gucken mal. Dann habe ich hier noch etwas, was ich total super finde und mal ausprobieren wollte. Abschminkpads mit Mikrofaser gibt es jetzt auch von Evelyn und die sind ganz schön groß, fand ich echt interessant. Ich habe die Washis und da wollte ich gucken, ob sich die hier im Vergleich dazu lohnen. Ich weiß gar nicht, wie da der preisliche Unterschied ist, ob die Washis teurer sind oder ob die teurer sind. Aber da ist für mich auch einfach interessant zu wissen, taugen die was. Ne? Das heißt, die werde ich jetzt eine Weile testen. Und dann schauen wir mal. Ja, aus Polyester kannst du bei bis zu 60 Grad waschen, keinen Weichspüler benutzen und nicht für den Trockner geeignet. Ja, also ich packe auch alles in Trockner, auch wenn da drauf steht, nicht Trockner geeignet, es sei denn, es sind solche Pullis oder so. Da bin ich ja schmerzfrei. Weichspüler benutze ich ja nicht, weil ich habe jetzt ja meinen wiederverwendbaren Waschball und meine Trocknerwelle quasi, ne, die das dann ja quasi ersetzen. Kann ich übrigens mittlerweile sehr gut empfehlen. Also das habe ich schon ein paar Mal verwendet, kann ich mich nicht beschweren. So. Ne? Die werden jetzt auch getestet. Dann habe ich hier einen Pinsel von... Achso, ich habe gesehen, dass Judith Williams neue Produkte rausgebracht hat. Am meisten hat mich ihr Pinsel angesprochen. Und zwar ist es der Wonder Brush für Foundation und Concealer. Und das wollte ich jetzt einfach mal testen. Perfekte Texturabgabe, Profi-Tool, Multi-Use. Multi-Use, ja gut, weil du es für verschiedene Texturen wahrscheinlich auch verwenden kannst. Komm raus. So. Und ich meine... Von der Optik her, ne, sieht es natürlich sehr interessant aus. Du hast hier oben halt diesen, oh, der ist aber schön weich, doch gefällt mir, ne. Sowas hat man ja zuhauf auch irgendwo im Pinselsets. Den hier finde ich noch einen Ticken cooler. Der staubt jetzt natürlich, ne, weil da noch so Produkt dran ist. Und hier kannst du halt super deine Foundation damit auftragen. Und hiermit kannst du dann den Concealer entsprechend auftragen oder hier... Mega. Ne? Eine Cut Crease kann man damit wahrscheinlich auch super machen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich diesen Pinsel lagern möchte, weil wenn ich ihn so lager, dann geht es da unten kaputt. Wenn ich so lager, dann geht es da kaputt. Weiß ich noch nicht. Vielleicht lagere ich ihn so. Mal schauen. Aber ich fand ihn interessant, ansprechend und habe ihn mir geholt. So. Dann habe ich mir noch, weil ich auf der Couch lag und mir war kalt, eine Strumpfhose geholt.
Das ist von Fascino, die Baumwollstrumpfhose. Die kostet 7,95 Euro, wie es hier drauf steht. Und die wollte ich jetzt mal gucken. Ich habe jetzt S geholt, 38-40. Ist wahrscheinlich zu klein. Ich weiß es aber nicht. Also ich hoffe, dass sie mir passt. Jo, ne? Das steht hier. Ja gut, bis 1,70 kannst du die tragen. Naja, ich kriege das schon hin. Bin zwar 1,73, ne? Hätte ich mir wahrscheinlich doch eher die M holen sollen, wo ich erst so kopfmäßig zu tendiert habe. Egal. Die wird jetzt getragen und sie fühlt sich irre toll an. Und ich mag die Strumpfhosen von Fascino, weil die, ne? Sehen halt von hinten so aus. Das heißt, du hast nicht diese, wie heißt es denn, dass du an der Seite diese Nähte hast, dass es aussieht, als hättest du noch eine Hose drunter. Ne? Finde ich sehr praktisch. Ja, die durfte dann auch mit. Dann habe ich mir viermal tatsächlich von Yessa meine Slip-Einlagen in Flexibel geholt, die ich einfach brauche und liebe. Es ist nun mal so, ich kann nicht ohne. Ich habe keine Lust, mich da operieren zu lassen. Und dann von Yessa die Ultrabinden Skin Comfort Normal. Das ist halt für nachts, wenn ich meine Periode habe, ganz gut geeignet, ne? Weil ich nachts halt jetzt nicht irgendwie meine Menstruationstasse tragen möchte oder so. Genau. So, dann habe ich mir noch einiges aus dem Bereich Food geholt, weil ich wahrscheinlich hungrig war, als ich eingekauft habe. Frag mich nicht. Auf jeden Fall fängt das Ganze an mit DM Bio Früchtemüsli. Das habe ich mir geholt, weil mein Freund hatte Müsli da und ich hatte kein Müsli da und ich wollte Müsli haben. Blöd. Ja, und das ist ohne Zuckerzusatz und das sieht einfach sehr, sehr ansprechend aus. Ne? Fand ich ganz cool. Und womit bist du? Mit 50% getrockneten Früchten und mit Datteln und Aprikosen und Apfel, so sieht das jedenfalls aus. Feige, Weintrauben, steht jetzt nichts drauf. Aber, ne, wird wohl schmecken. Da sind drin 750 Gramm. Ja, ne, das ist halt sehr reichhaltig. Das kannst du dann sowohl mit Milch als auch mit Joghurt oder so dir gönnen. Wohin damit? Oh, mein Tisch ist zu voll, Leute. Es ist einfach zu voll hier. So, und weil ich dann noch mehr wollte, habe ich mir auch noch einen Bärencrunchy geholt. Genau, das ist dann wirklich mit Bären, 500 Gramm sind hier enthalten. Und das sieht halt so rosa aus und das ist hübsch. Und das ist mit Erdbeeren und Himbeeren und Brombeeren und aus biologischer Landwirtschaft und hatte ich Bock drauf. So, dann habe ich mir gedacht, nächste Woche. Also in der Woche, also am 2. und 3. Januar muss ich arbeiten und dann ist ja schon wieder Wochenende. Und ich denke nicht, dass wir für da vorkochen werden. Und dann habe ich mir einfach was mitgenommen, was ich dann quasi mit zur Arbeit nehmen kann und da essen kann. Da habe ich unter anderem hier Gemüseravioli in Tomatensoße mir mitgenommen. Das ist so richtig Flashback. Damals war ich viel im Zeltlager, war da auch als Gruppenleiter mit und so. Und da gab es gefühlt jedes Mal auch irgendwie Ravioli. Und seitdem habe ich es nicht mehr gegessen. Also ich habe wirklich Ewigkeiten kein Ravioli mehr gegessen. Und dann wollte ich das mal mitnehmen, weil das machst du einfach in der Mikrowelle und dann hast du Ravioli. Wollte ich mal ausprobieren, wollte ich mal wieder probieren und testen und wie auch immer. Das ist halt mit Aubergine und Zucchini und mit Minze und Tomate und Zwiebel und Ravioli. Dann habe ich mir gedacht, wir sind ja jetzt zu Hause und dann kann man ja auch, also noch sind wir zu Hause und dann kann man ja vielleicht auch mal etwas Extravagantes machen, so mittags oder so. Da habe ich hier von DM Bio Falafel-Mischung mitgenommen, weil ich immer schon mal probieren, so Falafeln zu machen. Ich habe das schon öfters bei Kolleginnen gesehen, dass sie sich sowas zu Hause gemacht haben, dann mit zur Arbeit genommen haben, das da gegessen haben und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Genau. Ich weiß gar nicht, was Falafeln sind. Ich glaube, es ist aus Kichererbsen, oder? Und das machst du einfach mit Wasser, musst das aufquillen und dann machst du dir da so Viecher und dann kannst du die braten und dann hast du Falafeln. Arabische Kochkunst mit Kichererbsenschrot und Mehl. Genau. Muss getestet werden. Und weil ich mir gedacht habe, vielleicht möchten wir dazu irgendwie eine Soße haben oder so, habe ich mir hier so ein Pesto mitgenommen, Pesto Rosso. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ansonsten kann man sowas auch garantiert super zu Nudeln essen. Ja, ich habe da so in meinem Kopf schon die Gerichte für nächste Woche geplant. Total bekloppt eigentlich, ne? Liegst du da auf der Couch und machst den mit. Egal, so bin ich manchmal. So, was ich auch mit auf die Arbeit nehmen wollte, ist die Gemüsepfanne mit Bulgur und Quinoa. Ja, das durfte dann auch mal sein. Auch wieder mit Möhren und Zucchini und Süßkartoffeln und was ist das? Das sieht mir nach Kürbis aus. Ja, ne? Muss auch getestet werden, also probiert werden. Ja, und dann habe ich Winternudeln mitgenommen. Ja, sie sind hübsch, ne? Da sind so Tannenbäume drin und Pinguine
Und so Sterne mit einem Schweif drauf. Das ist total bekloppt. Aber ich weiß nicht. Ich mag sowas. Damals hat man solche Nudeln bei einer Nunana gekriegt und die waren dann in Form von irgendwelchen männlichen Körperteilen zum Beispiel. Die hat man dann auch mit einer Freundin zusammen sich geholt und gegessen. Jetzt bin ich ein paar Jährchen älter und hole das als Winternudeln. Läuft, ja. Und dazu könnte man vielleicht das Pesto essen. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf gehabt und habe es da mitgenommen. Ja, man sollte nicht hungrig shoppen gehen. Wirklich nicht. Weder in einem Einkaufsladen noch online bei DM. Furchtbar. Aber so entdeckt man neue Dinge. Dann habe ich hier noch eine Tomatensoße mitgenommen mit gegrillter Paprika. Fand ich auch super interessant. Ne, dann hat man einfach auch mal so ein schnelles Abendbrot, Mittagessen, wie auch immer. Fand ich auch ganz cool. Paprika lieben wir. Ist immer ganz toll. Dann rote Beete soll total gut sein, weil das, glaube ich, sehr viel Vitamin C oder so enthält. Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Irgendwas ganz Tolles soll das enthalten. Steht hier auch gar nicht drauf, was das enthalten soll. Egal. Auf jeden Fall soll das sehr, sehr gesund sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, in der Erkältungszeit ist das für mich, glaube ich, eine ganz gute Kiste. Und da gab es halt einfach rote Beete in Scheiben. Habe ich mitgenommen. Hatte ich Bock drauf. Habe ich jetzt gerade auch echt Bock drauf. Werde ich gleich ein paar von essen. Und last but not least habe ich mitgenommen Tomatensoße Ricotta Pecorino. Das ist eher was für mich, denn mein Freund mag sowas nicht so unbedingt gerne. Wobei, vielleicht doch. Ja gut, Pecorino ist jetzt nicht so unbedingt was für ihn, aber mal gucken, vielleicht kriege ich ihm das irgendwie untergejubelt. Ja, weil das, genau, mit Ricotta-Käse, den mache ich nicht so gerne. Aber ich mag das sehr gerne. Und dann kann man das ja vielleicht mit den Nudeln kombinieren oder mit den Falafeln, ich weiß es nicht, so ein bisschen, ne? So mein Plan, so meine Idee, so mein DM-Haul, ne? Es gab schon Ewigkeiten auf diesem Kanal keinen richtigen DM-Haul mehr. Und da muss ich erstmal krank werden, um ein DM-Haul zu machen. Furchtbar. Ihr Lieben, das war das Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!